Hallo, ihr guten Leute. Jetzt hat es endlich funktioniert. Tut mir leid für die Verspätung. Von Mobilgeräten aus ist das leider nicht machbar und ich hätte sehr gerne einfach mein Handy hierfür genommen, um das Ganze jetzt hier zu übertragen, weil es einfach die bessere Kamera hat. Jetzt muss ich mir so ein bisschen behelfen und gerade mal so technisch ein bisschen was rumbasteln. Ich glaube, ich mache euch mal ein Bild davon, wie das ganze Ding aussieht. Und hi, willkommen. Ich wusste doch, irgendwo da draußen sind noch Menschen. Okay. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen spiegelverkehrt. Eigentlich das, was ich jetzt gerade nutze, das ist so eine Endoskopkamera mehr oder weniger. Die hatte ich eigentlich mal geholt, um hinter einem Schrank nach Sachen zu gucken. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass das ganze Ding gespiegelt aufnimmt und halt die Qualität nicht so ganz so cool ist. Aber wie gesagt, Mobilgeräte gehen leider momentan nicht, weil das hier ja so ein ganz kleiner Kanal ist und die Richtlinien geändert wurden und das erst ab 1000 Leuten geht und all so ein schöner Krams. Also, jetzt haben wir hier diese Ruine und ich hatte eben schon mal geschaut und ich schaue nochmal nebenbei, wie das jetzt momentan aussieht mit der Auswertung von den. Von den Videos, was da drin ist. Und dann geht's gleich los. Schauen wir mal, ob gewürfelt wird oder ob erstmal nicht gewürfelt wird. Also, wir haben hier, gleich habe ich es, bin natürlich perfekt vorbereitet. Wer ist das nicht? Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Videos. Schaue ich hier gerade mal nach. Wir haben sogar eigentlich eine klare Entscheidung. Mit einem einzigen Punkt Vorsprung hat jetzt momentan die Ruine, so wie es aussieht, den Daumen nach oben vorne. Mal schauen. Ja. Also die Ruine, die hat 8 Likes und das Ganze wieder aufzubauen, also die Vergangenheit wieder neu aufstehen zu lassen, das hat 7 Likes. Hey, das ist aber ganz schön knapp gewesen. Ganz schön knapp gewesen. Oh Mann. Cool. Aber trotzdem werde ich hier, ich meine, ich habe nicht wie Ahab irgendwie so eine schicke Golddublone oder so, aber was haben wir hier? Ist ein tolles Schmuckstück. Schaut mal, wir haben hier, ja, das ist wahrscheinlich gespiegelt, das Ganze, ne? Echte, richtige 10 Euro, mit denen kann man das ganz toll machen. Muss man auch rausfinden, was Kopf und Zahl ist. Okay, hier haben wir Zahl und hier haben wir Kopf. Das heißt, damit kann ich das eigentlich mal ausprobieren, auch wenn es halt gespiegelt ist. Einfach mal, um zu gucken, was jetzt eigentlich rausgekommen wäre. Denn die Entscheidung ist ja eigentlich schon gefallen, aber das macht mir ja nichts. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Ruine oder dass das ganze Ding jetzt zu einer Ruine wird, hat einen Punkt Vorsprung. Und ich weiß, ich hab das nicht so rum zusammengebaut, sondern andersrum. Das liegt einfach an der Kamera, die ich gerade verwende. Okay, und hier haben wir unsere 10 schicken Euro und Zahl und hier in Kopfseite ist ja noch wer dazugekommen. Hallo, willkommen. Ach, warte mal. Das hier, auf welcher Seite siehst du das jetzt gerade? Ist das hier jetzt gerade auf deiner rechten oder auf deiner linken Seite? Hi, links. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Dann sehe ich die ganze Welt nur spiegelverkehrt. Also.
Perfekt, super. Ich wusste doch, dass es gut ist, Leute zu fragen. Wenn man Menschen fragt, dann wird man von Menschen auch geholfen. Oder dann wird einem von Menschen geholfen. Warte mal, ich richte das Ganze nochmal so ein bisschen aus. Ist halt so ein bisschen problematisch. So. Okay, wie ihr seht, ich brauche unbedingt eine vernünftige Webcam, oder? Um das richtig schön zu übertragen für euch. Dann kann man das nämlich auch mal live das ganze Ding auseinanderlegen oder so. Und diese Endoskopkamera hier, die ich habe, ganz genau, Gartenkatzen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist richtig. Und das hatte mich halt hier so ein bisschen gewundert, dass ich das spiegelverkehrt sehe. Aber ich schätze mal, das ist quasi diese lokale Einstellung von dem System. Ja, dummerweise, ich hatte zwei schicke Webcams. Eine mit Autofokus, die fand ich nicht ganz so toll. Und eine ohne Autofokus, wo ich das Ganze ausstellen konnte, aber die habe ich schon vor Jahren bei einem anderen Projekt verbraucht. Da habe ich nämlich quasi diese Optik, die man vorne an der Webcam dran hat, dieses ganze Plastikzeugs, einfach abgenommen und dann das Ganze direkt in den Schacht vom Teleskop reingesteckt, sodass man die native Auflösung der Webcam direkt dann im Teleskop drin hat. Und somit konnte ich dann vom Mond, wenn ihr euch das so hier vorstellt, wenn der Mond so groß ist ungefähr, da konnte ich immer so ein Bild ungefähr so groß wie der Nagel von meinem kleinen Finger dann sehen. Das sah so ähnlich aus, wenn ihr das noch kennt, früher von der Space Night her. Da kam dann der Mond quasi so ins Bild rein und das Ganze, das ruderte quasi so rüber und sah ziemlich cool aus. Die ganzen Videos, die sind leider verloren gegangen, aber vielleicht habe ich ja noch irgendwie so eine Webcam-Leiche, dann baue ich die nochmal da dran und dann nehme ich das nochmal für euch auf. Das sah echt schön aus. Das dauert so ungefähr 2, 3 Minuten, bis es einmal drüber gezogen ist, über den Mond. Und sieht echt stark aus. Hey, das wäre vielleicht auch eine schöne Sache. Also, hier, da geht es jetzt erstmal um eine ganz tolle Geschichte hier. Ich finde das schön übrigens, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr da zuschaut. Hier, da haben wir unser kleines Gebäude. Ich schaue nochmal nach, wie jetzt gerade die Auswertungsergebnisse sind. Vielleicht hat ja noch irgendwer gerade mal so eine Stimme da reingeworfen. Ja, es ist immer noch so. Also laut Votes oder laut Likes hat die Ruine gewonnen. Das heißt, das Ganze hier, das wird auf jeden Fall zu einer Ruine, ja, verkommen nicht, ne, sondern wir werden das ganze Ding einfach altern lassen. Und werden das Ganze einfach so ein Stück weit Richtung Zukunft tragen und einfach mal schauen, was man da so machen kann. Also hier, da kommen dann beispielsweise Laufwege rein bis hier hinten hin und wir gucken einfach, dass hier so ein paar Sachen drin rumliegen. Und bei der Hartschaumschmiede, da sind super tolle Sachen. Also ich finde es auch gut, dass du hier gerade dabei bist und dir das anschaust, denn deine Videos und das, was du so machst, die Tutorials, die sind einfach der absolute Wahnsinn. Also allein schon dieses Standbild, was ich da sehen konnte vorhin von deinem neuen Ding, das ist echt super cool. Ist der Hammer. Wirklich. Ich habe nicht Tränen in den Augen oder so, aber das ist echt schon fast so ein Gänsehautfaktor. Echt krass. Und ja, ich versuche natürlich, dass ich das auch ungefähr so gut hinkriege wie du, aber ich habe die Praxis noch nicht. Ich muss mir das Ganze während des ganzen Dings hier erarbeiten. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gerade schauen, wenn Gleichstand gewesen wäre, so wie das noch vor ein paar Stunden war, welche Seite gewinnen würde. Also Zahl oder Kopf? Ah. Wie ein Schloss halt. Ach, du meinst die Löwenburg, oder? Kann das sein? Das Schloss oder wie ein Schloss aussehendes in Kassel. Das ist doch da hinten bei Wilhelmshöhe, oder nicht? Ah ja, perfekt, genau. Ja, stimmt. Das ist schon so als so ein romantisch verfallenes Ding gebaut worden. Ich fand es witzig, dass vor ein paar Jahren, als ich da war, dass es dann gerade renoviert wurde. Na, jeder kennt doch die Löwenburg, oder? Hallo? Ist nur schon halt ein paar Jahre her, dass ich da war. Ich würde auch gerne mal das Ganze anschauen, wenn da die Kaskaden angestellt werden, beispielsweise. Da aber so ein bisschen mitgehen oder so. Aber ich glaube, um die Zeit mit den Einschränkungen, die man momentan hat. Ja, richtig, wir kommen beide aus der Ecke, aber ich bin eine Ecke weiter gestrandet. Aber hey, Kassel, da war ich früher ziemlich oft gewesen. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal diesen Münzwurf, den ich ja gesagt hatte, dass der quasi stattfinden wird und ich wollte dich auf keinen Fall hängen lassen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hatte, bis das Ganze hier an den Start ging.
Das probiere ich jetzt mal. Nur zum 10-Euro-Stück, die sind schon ganz schöne Kanten, das habe ich noch nie gemacht. So, ist auf dem Tisch gelandet. Wir hatten Kopf. Wisst ihr noch, was das war? Kopf. War Kopf die Ruine oder war Kopf die Zukunft? Hier habe ich es, ich lege es mal hier drauf. Da muss ich selber noch mal gerade schauen. Ich bin ja so aufgeregt, wisst ihr das? Nee, nee, nee. Okay, Moment. Ach, du wohntest von 91 bis 2004 in Kassel. Siehst du, da habe ich eigentlich nie direkt gewohnt, aber ich war da zur, was war das? Fachoberschule, genau, die hatte ich da gemacht. Okay, kann ich mir das wohl nochmal anschauen? Ich bin mal gespannt. Ja, da seht ihr das nochmal. Zur Hilfe Wiederaufbau. Im Abspann sind nochmals die beiden Videos verlinkt. Gib Gas. Ich freue mich auf eure Entscheidung und bis dann. Ciao. Hier, da haben wir eindeutig Kopf. Ich meine, das lässt sich ein bisschen schlecht erkennen, wenn man nicht genau weiß, auf was man achten muss, aber hier sind eindeutig die Zahlen drauf. Ja, cool. Also wäre es auch die Ruine geworden, wenn da die Münze genauso gefallen wäre. Ist ja stark. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal gerade schreiben, ob ihr das wollt. Wenn ja, dann könnte ich direkt anfangen und könnte hier so ein bisschen die Wände runterreißen. Ich meine, bei mir, die Videos, ich mache das ziemlich gerne, einfach eins zu eins. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Siehe Hartschaumschmiede, du magst das eher, wenn dann alles schön knackig einfach so präsentiert wird in so ein paar Minuten. Ne? Aber ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es vielleicht auch interessant sein könnte, wenn ich jetzt einfach mal loslege und einfach mal schaue, wie das so funktionieren soll. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr irgendwie so das kurz mal schreiben und dann könnte ich loslegen. Ich meine, der hier, der ist ja auch abrufbar, der ganze Livestream und so weiter. Auch wenn die Quali ein bisschen murksig ist. Ja. Und ich glaube, deine Zeit, die du da reinsteckst, das ist wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich lang, ne? Attacke, alles klar. Nein, das will keiner sehen, wenn du stundenlange Ziegeln stapelst. Ich glaube schon, hey, komm. Genau. Ich lege jetzt mal los. Ich meine, das hier, das, hey, kommt schon, das ist quasi, das ist so ein mehr oder weniger antikes Video. Ich meine, guckt euch das an, wie relativ grobkörnig das Ganze ist. Ich glaube, ich könnte sogar noch mit dem ganzen Ding hier so ein Stück weiter da dran gehen. Okay, fangen wir mal an. Also, der Münzwurf hat entschieden, dass genau das, was sowieso schon eingetreten war, nämlich dass die Ruine ganz, ganz knapp vorne liegt, das wurde nochmal bestätigt. Wir haben nochmal den Kopf, wir haben also noch ein zweites Mal die Ruine, auch wenn das eine da ziemlich, ziemlich knapp ausgegangen war. Ich habe heute sogar ein richtiges Profi-Tool dabei. Guckt euch das an, ein großes Cuttermesser. Cutter, wartet mal, da war doch noch was. Ja. 286er DX2. also, was war denn da noch? Ja, da würde ich aber auf jeden Fall auf die Turbo-Taste drücken, oder? Falls es da sowas gibt. Aber ich würde auf jeden Fall einen 486er nehmen. Da läuft nämlich auch Privateer 2 drauf. Das wäre schon cooler. Also, heute habe ich sogar einen Profi-Cutter dabei. Meine Güte. Ich glaube, die packe ich auch in die Lootbox rein, wenn ihr das nicht haben wollt. Zumindest so ein paar Stück habe ich davon. Ein paar davon, ein paar kleinere Cutter. Hauptsache Cutter. Und da der andere gute Bleistift von, du weißt schon, wem verschwunden ist, dieses lustige Ding mit so ein paar Buchstaben, habe ich hier einen anderen neuen Bleistift gefunden, der auch noch in der Gegend rumlag. Den brauche ich gleich, um hier so ein bisschen Riffeln und Drillen reinzumachen. Ich würde mal sagen, wir zerlegen das Ding hier jetzt gleich, weil. Ist ja sowieso alles antikes Video zu einer antiken Ruine, genau. Genau so ist es. Ich meine, das hier, das ist sowieso alles so, dass das jetzt Richtung alt gemacht wird. Also kann ich das jetzt auch zerlegen.
dann halte ich es euch mal immer so ein bisschen vor die Nase und dann sage ich, hier, guck mal da, da habe ich irgendwas gemacht. Und dann könnt ihr zwischen den Pixeln suchen, wo wirklich was passiert ist. Okay, legen wir los. Ich habe ebenfalls hier auch sowas wie du, Mr. Hartschaumschmiede. Guckt euch das Ding an. Wir können das auch einfach Strukturierungsstein nennen. Denn ich fand die Idee ziemlich cool, damit das Ganze so ein bisschen zu verformen und so weiter. Guck mal, dann schmeiße ich mal hier diese Steine raus, die jetzt gerade noch da drin sind. Und ich will auf jeden Fall noch irgendwann später nochmal so ein Ding hier komplett aufbauen. Ein komplettes Gebäude. Einfach so. Na gut, ich meine, die Trocknungszeiten des Leims nehme ich dann vielleicht nicht mit. Ne? Aber sonst der Rest, der wird, ja, das sieht fast aus wie ein Faustkeil, oder? Der hat sogar eine richtig schön glatte Oberfläche hier. Also ich glaube, da kann man sogar mit Schmusen fast, so weich ist das Ding. Das heißt, ich habe hier einen Faustkeil, mit dem ich nötigenfalls noch den Cutter nachschleifen kann. Aber stimmt, sieht echt so aus. Okay, hier vorne bei der Tür, da sind ja seit Generationen Leute rein und rausgelaufen. Also von daher nehme ich jetzt mal diesen schönen Stein und jetzt drücke ich mal hier so ein bisschen das ganze Zeugs platt. Ich schätze mal, das wird dann später schon ein bisschen gut rauskommen, dann, wenn erstmal so ein bisschen Farbe drauf ist und so weiter. So, hier hinten haben wir das Gleiche. Da sind halt immer die Viecher rein und rausgegangen, die ja vorne ihre Pferche hatten in dieser Ecke. Ich schiebe das Ganze mal so ein bisschen weiter in die Mitte rein. Und hier, da werden wir auch dann zusehen, dass wir noch so ein paar Sachen da reinlegen. So, das ist relativ flach, das Ganze. Das hier, das sind gedrittete Ziegeln. Von daher muss ich schon ordentlich zur Sache gehen, um hier noch ein bisschen Luft rauszuquetschen aus diesen kleinen, madigen Dingern. Meine Güte. So, jetzt haben wir hier doch schon ein paar schöne Laufspuren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das halbwegs erkennen könnt. Ah, wahrscheinlich ist das sehr mäßig, was ihr da momentan sehen könnt. Ja, so ein bisschen sieht man es doch. Also hier vorne, da ist es runtergedrückt. Die Spur, die zieht sich hier rüber. So, hier hinten in die Ecke, da ist die Hauptlaufrichtung. Hier vorne, da stand mal irgendwie, ich drehe das mal so ein bisschen auf, stand irgendwie so eine Art Ofen oder sowas, da wurde auch ein bisschen hingelaufen. Rechts um die Ecke ist eine Werkstatt gewesen, so ein kleiner Tisch quasi, so eine kleine Werkbank, die da war. Dann nehme ich jetzt mal wieder meinen Faustkeil und mich mal ein bisschen los und mache mal ein paar Löcher da rein. So, oh, das sieht doch gut aus. Und hier hinten, da habe ich diese Steine reingeklemmt. Ihr wisst das ja noch aus den Videos, womit ich dann diese Mauern ausgerichtet hatte, um das reinzukleben. Die sind aber nicht festgeleimt oder so. Huch, der war festgeleimt. Das war noch einer, der lose war. Naja, was soll's. Wird eine Ruine. So, hier hinten, da ist so ein bisschen was rausgebrochen. Über die ganze Zeit ist so ein Teil von der Mauer sowieso schon weg und sowas. Ne? Hier oben auch. Seht ihr, wie alt das ist? Das ist so alt, dass es sogar schon hier vorne abgebrochen ist. So. Und jetzt nehmen wir unseren Cutter und gucken einfach mal, dass wir hier diese Ecke auch noch ein bisschen runterreißen. Ich überlege gerade, ob ich das Ganze so ein bisschen auf eine Empore stellen kann. Wartet mal, so hier, so, so, so. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich schaue mal gerade nach, ich bin sofort wieder da. So, ihr guten Leute, und da bin ich schon wieder. So, wisst ihr, was ich als Basis nehme, um mit brachialem Werkzeug das ganze Ding zur Ruine umzugestalten? Ich nehme einfach mal eine handelsübliche Sonos-Box. Welche ist das überhaupt? Das ist die Sonos One. Ist übrigens ziemlich cool. Falls ihr eine Alexa habt und eine Sonos-Box habt, dann könnt ihr das Ganze auch ganz nett koppeln miteinander. Lege ich mal da drauf, sonst habe ich das Ding gleich zerlegt. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Ah, ich glaube, hier, da kann man sogar ein bisschen was sehen jetzt, oder? Das ist ja verrückt. Das ist ja der Hammer. Okay. Und wo ist mein guter Faustkeil? Hier ist er. Okay, dann strukturieren wir das noch ein bisschen weiter. Hey, Moment, das Ding, das hat keinen Autofokus oder so, ha?
Das ist der Hammer. Für eine Endoskopkamera gar nicht mal so schlecht, die ich für 7 Euro oder sowas da gefunden habe. Da war sogar ein Haken dran, aber der Haken, der hat das nicht geschafft, die Tastatur, die hinten hinter dem Schrank gefallen ist, wieder rauszuholen. Aber macht ja nichts. Jetzt macht sie sich ja voll bezahlt. So. Hier, dann machen wir die ganzen Teile so ein bisschen runter. Hier hinten noch die Ziegel. Ja, der gute Faustkeil, das muss ich bemerken. So, und jetzt haben wir hier hinten, da habe ich ja aus Versehen diesen einen Stein rausgerissen. Jetzt gehen wir hier mal so ein bisschen weiter, ein bisschen grob vor. Schaut mal, da haben wir dieses Stück von dem Fenster, das da noch übrig ist. Das Fensterbrett ist sowieso nur rudimentär da. Jetzt gehen wir hier einfach daher und reißen das ein bisschen runter. Ich meine, hier hat alles Mögliche schon drin gewohnt und drin gelebt. Hier sind auch die Reste rausgebrochen. Das ganze Ding ist ein bisschen verfallen. Hier an der Seite, da war oben vom Fenstersturz sowieso was runtergekommen. Und hier unten, das ist so ein bisschen ramponiert. Hier sind alle möglichen Gewächse ein bisschen zwischendurch gewachsen. Ich habe auch schon einiges gesammelt, was ich dann dafür auf jeden Fall nehmen werde, was da reinkommt. So, hier dann war auch die Mauer. Das Ganze hier, das lässt sich übrigens wunderbar mit der Lootbox 1 nachbauen. Da ist ein cooler Cutter zwischen, da ist ein bisschen Leim drin. Und damit kann man die Ruine bauen. Dann können wir sie quasi auch direkt schon wieder zerlegen. Nur Farbe habe ich da noch nicht drin, aber Farbe, meine Güte, so weit bin ich noch nicht. Das kommt erst dann beim nächsten Mal oder so. Ich hoffe, dass ihr das vernünftig sehen könnt. Ihr könnt immer schreiben, ob ich die Kamera ein bisschen anders ausrichten muss oder sowas, wenn ihr möchtet. Oder ob das so okay ist. So, hier noch ordentlich was rausgebrutzelt und hier so ein Stück von der Wand vielleicht einfach mal eingedrückt. Eingedrückt so, dass das ganze Ding bis nach innen runterhängt. Da hängen wir dann noch Sachen rein und so weiter. Sieht dann, glaube ich, ganz ordentlich aus. Die ganzen Schnipsel, die ich hier produziere, die werde ich übrigens nachher noch wieder reinbauen. Achso, und nebenbei, ich schätze mal, wenn das hier dann mal als Haus aufgebaut wird, dann wäre es, glaube ich, ganz schick, wenn man hier so ein paar Steine rausgucken lässt, dass es da zusammengebaut wird. Ich glaube, das ist cool. Also hier so ein kleiner, so wie so ein Rundbogen. Ich habe mir jetzt so ein paar Architekturvideos und sowas mal reingeschaut und das werde ich dann auf jeden Fall machen. Aber das hier, das ist noch kein Ding, wo jetzt sowas reinkommt wie, wir können was nennen, gotische Bögen oder sowas. Das kommt hier natürlich noch nicht rein. Ich meine, das hier ist eine relativ arme Hütte. Guckt mal hier hinten bei der Tür, da haben die sogar dann geflickschustert und haben ein paar Steinreste, die sie irgendwo gefunden haben, noch reingesetzt, statt das richtig schön rumzumachen. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt oder sowas, oder wer meint, hey, weißt du was, reiß mal die Wand raus, schreibt es gerade einfach und ich mache das direkt. Ihr könnt entscheiden, ich mache das Zeugs für euch, dass ihr ein bisschen Spaß habt beim Zugucken und so und ein bisschen eure Zeit damit vertreiben könnt. Und ihr seid absolut der Bestimmer. Wie ist das eigentlich mit dem Ton? Kommt der Ton gut rüber? Könnt ihr mal gerade schreiben. So, hier oben, das muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen runter. Hier, guckt euch das an. Meine Güte, das Ding, das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ja. Es werden immer mehr und mehr. Hier oben, als der Giebel eingestürzt ist, damals vor vielleicht 150 Jahren. Ich finde es interessant, dass das eine Fenster hier noch da ist. Vielleicht sollten wir hier so ein paar Steine reinlegen oder sowas. Dann wurde das kurzzeitig mal abgestürzt. Ist dann trotzdem alles verfallen. Ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, dass das hier noch da ist, das Fenster. Nicht gedacht, dass es die Zeit übersteht. So, hier vorne in der Ecke, da werden wir so hier so schräg noch einen Stein reinstecken. Einen Stein hier schräg reinstecken und so ein anderer Stein, der kommt auch noch hier hin. Ich hatte mal ein Hühnerhaus gesehen, das ist
ist jemandem so ein Stückchen weit zum Opfer gefallen. Das hat er auch eine Ecke, die sah auch so ähnlich aus. Rajam schmiedet und weiß, wen ich meine oder was da passiert ist. Da gab es sowas wie Freude der Nacht. Oh Mann, das ist echt schon lange her. Guck mal hier, das ganze Ding, das verfällt jetzt nach und verwittert und fällt auseinander. Du Stein hier geblieben. So. Da oben diese Kante, die muss noch ein bisschen leiden. Hier. Da werden wir gleich so ein paar Risse reinmachen. Ich mache hier schon mal so ein paar Schnitte rein. Ja, doch, von hier oben aus, da sieht das ganz gut aus. Dann wird das so reingebrochen. So. Ja, ich glaube, das wird schon was. Da ist so ein bisschen was. Hier ist so ein Keil, der so reingeschnitten ist, beziehungsweise wo sich das Wasser und so weiter im Laufe der Zeit schon einen Weg gesucht hat. Könnte, glaube ich, ganz gut werden. Hier hinten von der Ecke, da fehlt noch ein bisschen was. Muss man vielleicht noch ein bisschen härter an die ganze Geschichte rangehen. So, dieser Teil, der ist auf jeden Fall hier runtergefallen. Und da ist er dann zum Liegen gekommen und ist da geblieben. Was hier auch noch sein wird, ich habe mal geschaut, was man so alles an Gemüse verwenden kann, quasi, um das ganze Dings hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen überwuchern oder bewachsen zu lassen. Und ich glaube, das macht sich ganz gut, wenn man hier von Haselnüssen beispielsweise, diese Schale oder diese Hülle, wo die drinne sind, wenn man das verwendet und das hier hinpackt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wenn das quasi so ähnlich wie so ein Aloe-Kaktus dann aus der Wand rauskommt oder so. Das sieht ziemlich stark aus. So, die ganze Wand drücken wir noch ein bisschen nach innen. Hier sprengen wir das Ganze ein bisschen nach außen, ziehen das ein bisschen raus. Hier oben diese komplette Seite vom Giebel her, das neigt sich alles noch ein bisschen nach innen. Das ist alles so ein bisschen ineinander verdreht. Hier vorne haben wir eben so einen Stein reingesetzt. Das sieht auch ganz gut aus. Das andere, das kommt hier rein. Und der eine Stein, den ich noch so halbwegs vorbereitet hatte, der kommt noch hier hin. Da kommt hier noch eine Seite ab. Ich würde mal sagen, das Ding, das sieht schon ein bisschen zerlegt aus jetzt mittlerweile. Und jetzt kommt noch ein bisschen weitere das Zeugs, was hier dann war. Und wenn das hier so ein Bauch in irgendeiner Form hat, dann wird hier sicherlich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen Wasser runtergelaufen sein. Ja, und dann können wir diese Spuren da schon mal reinmachen. Ein bisschen Bewuchs, ein bisschen Bollen und Dellen rein. Hier oben an der Kante auch. Das ist so schräg über den Stein gelaufen, der für unglaublich viel Mühe gesorgt hat wahrscheinlich, als man den dann da hochgewuchtet hat. Ganz primitiven Techniken und so weiter. Höchstwahrscheinlich haben sich die Leute, wenn überhaupt, auf so einen Holzbock gestellt, um das Ganze zu machen. So, hier haben wir noch so ein paar sowas wie Laufspuren, was da drin ist. So, das gilt hierfür. Da muss noch ein bisschen was ab. Zumindest eingerissen werden. So, das ist dann nicht ganz runtergefallen, sondern hier ist dann so eine schicke kleine Blume oder sowas zwischen, wenn da so rauswächst. Ja, ich glaube, das wird schon ziemlich cool werden. Und hier hinten in der Ecke, ich würde es mal anders ein bisschen näher ran. Hier hinten in der Ecke, da denke ich mal, da macht sich so ein Gebüsch ganz gut, dass hier so rausrammt. Das Ganze hier so ein Stückchen nach außen schiebt. So, die ganze Kante habe ich noch ein bisschen nach außen gebrochen. Seht ihr das so, dass das ein bisschen verwüstet aussieht? Ja, ich glaube, das macht sich echt ganz gut.
Hier, da haben wir auch so eine halb eingestürzte Mauer. Das heißt, hier haben wir auch diese Laufrinnen oder ähnliches drin. Ich schiebe das mal in die Richtung, dann könnt ihr das ein bisschen sehen. Schon ziemlich cool. Ach, hier der Stein, der kann auch ruhig ein bisschen was abkriegen. So, hier noch ein bisschen was drüber. Hier noch, dass das so ein bisschen eingekerbt ist. Hier können wir vielleicht so eine Stelle machen, wo sich irgendwelche Wildschweine dran geschubbert haben oder so ähnlich. Über viele, viele, viele Generationen. Hier innen an den Wänden haben wir sicherlich, wenn hier eine Werkstatt war oder ähnliches, haben wir hier Gebrauchsspuren in der Wand drin. Ich nehme mal gerade den Cutter und schneide hier so ein bisschen mehr drin rum. Denn je nachdem, mit was da gearbeitet wurde, wird da höchstwahrscheinlich dann auch so ein Stück weit der Putz beschädigt worden sein. Was ich dann auf jeden Fall machen möchte, das ist das Ganze hier so ein bisschen von innen her noch weiß tünchen oder sowas, irgendwas in der Richtung. Von der Tür her, da mache ich nochmal so ein bisschen tiefere Spuren und springe hier an so ein paar Stellen auf den Boden auf. Denkt an Löwenzahn, an das Intro. Das sagt, glaube ich, alles. Das ist ja gar nicht mal so weit weg quasi diese Art von Zerstörung. Wenn ihr euch das anschaut, was das Zeugs mit einer Teerdecke macht, auf der Autos abbrennen können und Autos ineinander rauschen können, in Laster umfallen können, es passiert nahezu gar nichts. Und sich dann so ein kleines Löwenzahnkörnchen vorstellt, was dann dagegen dahin fällt, beziehungsweise so ein kleiner Samen, der dann so ein Teil auseinander nimmt. Kann man sich schon überlegen, dass hier wahrscheinlich im Laufe von Jahrhunderten eine ganze Menge kaputt geht. Ich meine, schaut euch diese sorgsam zerstörten oder zerstört erhaltenen Gebäude oder kaputt restaurierten Gebäude in Schottland und England an. Die machen das sehr schön, was sie da quasi so treiben. Ja. Das heißt, teilweise wieder so ein bisschen rekonstruieren, aber auch deutlich den Verfall einfach da lassen. Sieht dann schon echt cool aus. So, ich glaube, insgesamt sieht das schon echt vernünftig aus. Im Gegensatz zu vorher sieht das schon eher aus wie eine Ruine und nicht mehr wie das, was da quasi noch relativ frisch in der Gegend rumstand. So, diese gute oberste Ecke vom Cutter. Hier das lässt sich auch wunderbar nehmen. Hey, außerdem, wartet mal, wenn ich jetzt hier einen Bleistift nehme. Und hier so einen Mund reinmache. Hier ein Auge. Oh ja, und dann guckt er so hier. Ach, das ist cool. Na, willst du das Gebäude fressen? Ja, ich will gerne das Gebäude fressen. Na, dann mach mal. Ich taufe dich auf den Namen Zahn der Zeit und jetzt leg los. So, hier hinten, da geht das noch ein bisschen runter. Ja, wenn das mal nicht langsam fabelhaft ruinisiert wird. So, da neigt es sich nach innen. Hier neigt sich das Ganze ein bisschen nach außen. Ich wundere mich gerade darüber, dass es überhaupt noch steht, das ganze Ding. So, hier sind noch ein paar Teile rausgebrochen. Fensterbank hat natürlich auch eins abgekriegt. Und hier drinnen auch noch ein bisschen. So, ein paar Details stecke ich jetzt auch mal dazwischen. Nehmen wir mal an, wir hätten hier sowas gehabt, was sich über eine gewisse Zeit noch erhalten hat, beziehungsweise hier waren noch ab und an Leute und haben hier irgendwas gemacht. Hier sind Oh, das sieht noch zu gut aus. Da sind ja auch ab und zu mal Viecher rein und rausgekrochen und so weiter. Ne? Und dann haben Kinderspiel gespielt und Verstecken gespielt und irgendwelche Gebüsche sind hier gewachsen und dann ist das alles ein bisschen kaputt gegangen dabei. So. Das hier, das ist da ein bisschen umgestürzt. Oben im Sturz, der ist seltsamerweise noch vorhanden hier auf der Seite. Aber da hat auch der Zahn der Zeit da ganz ordentlich dran genagt, oder? Hast du das gemacht, Zahn der Zeit? Ja, habe ich. So, und weiter geht's. Hier vorne an der Ecke, da fehlt noch was. Möchte ein bisschen was anmessen. Auch wenn da gleich wieder der eine Stein reinkommt.
Hier vorne kommt noch ein bisschen was raus. So, sieht schon ganz gut aus. Ich würde mal sagen, wenn das keine Ruine ist, dann weiß ich es auch nicht. Meine Güte. Überlegt euch das mal, was das für eine Mühe gekostet haben muss, das ganze Ding aufzubauen. Ich meine, klar, es ist kein großes Haus, aber hier haben irgendwann mal Leute drin gewohnt. Irgendwann vor vielleicht hunderten von Jahren, vielleicht 80 mal. Nee, das muss auf jeden Fall schon länger sein. Guckt euch mal diese Verwitterung von den Steinen an. Ich schätze mal, zwischendrin, da wurde es dann wieder so ein bisschen aufgebaut. Was dann aus den armen Leuten ganz arme Leute waren, die hier in irgendwelcher Nöte oder ähnliches in der Gegend umgezogen sind. Vielleicht war es zwischendrin mal so ein Räubernest. Keine Ahnung. Das ist halt die Sache, ihr schreibt die Geschichte von eurem Gebäude, wenn ihr sowas macht. Ich denke mal, die Geschichte, die man jetzt finden kann, die ist auch eine ganz nette. Ne? Also ich könnte mir das quasi vorstellen, es hat ja die Größe von so einem kleinen Cottage beispielsweise, wie das hier dann mal ausgesehen hatte. Hier drüben mit Viechern und so weiter. Oder halt diese ganzen, die Türen, so eine gute alte Holzbretttür, die dann da war. Ich schneide mal gerade noch so ein paar Steine zurecht. Das mache ich mal hier vorne vor. Dadurch, dass es eine Ruine ist, wisst ihr was, schneide ich die direkt auf den Boden. Das kann nur noch besser werden. So. Ein bisschen überarbeitet die Steine und jetzt wird das ganze Ding hier reingepackt. Jetzt wissen wir auch, warum der Giebel nicht zusammengestürzt ist. Ich zeige es euch. Die Giebelseite ist nicht kaputt gegangen, weil hier nämlich was reingerammt wurde. Seht ihr das? Das Ganze, das wurde hier abgestürzt. Wurde da abgestützt und somit konnte es niemals wirklich zusammenfallen. Gut, dass das Rätsel gelöst wäre. Und hier hinten, da war der Ofen hinter. Und da, wo der Ofen war, da können wir jetzt auch nochmal so ein bisschen Steine nehmen. Ich schneide mal einen an. 13 Steine dann gleich auf. So, auf jeden Fall die Kanten bearbeiten. Sieht es nachher irgendwie so ein bisschen doof aus. Ich weiß, dieser Boden hier, der hätte sicherlich auch... Ah, alles klar. Gute Nacht. Hier an der Seite hätte es sicherlich auch gut ausgesehen, wenn dann hier noch so ein bisschen Ofenreste da sind. Ja. Noch ein Teil ist auch ein bisschen zerlegt. Das kommt dann noch rein. So. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, das Ding direkt zu zerlegen. Also um es nochmal zusammenzufassen, es war zuerst eine ganze Weile Gleichstand zwischen den beiden Entscheidungen. Und dann hat schlussendlich mit einer Stimme Vorsprung die Ruine gewonnen. Und genau dazu wird das ganze Gebäude gerade. Ich mir dachte, okay, wenn man schon dabei ist und wenn man engagierte Leute hat, die sich das Ganze sowieso schon anschauen, dann kann man das Ganze gleich mitnehmen und kann die exklusiv daran teilhaben lassen. Naja, was heißt exklusiv? Man kann sie daran teilhaben lassen, wenn das Ganze hier überarbeitet. So, wieder haben wir jetzt unseren Ofen, der da mal war, an der Ecke. Und auf dem Ofen drauf, da sind dann natürlich noch so ein paar Steine gewesen als Rückwand und ähnliches. Das war, glaube ich, der, den ich aus Versehen hier hinten rausgerissen hatte vorhin.
Na, wie das Schicksal so spielt, hat er schon eine neue Verwendung gefunden. So. Willkommen zum Live-Verfall eines Gebäudes. Schaut mal hier, wenn ich den so hier aufreiße und aufbreche den Stein und den dann nehme, auch so ein bisschen die Außenfläche bearbeite. Und das hier ist ein furchtbar altes Gebäude und das stand ganz, ganz, ganz lange leer. Schaut mal, das hier sieht gut aus. Packe ich hier hinten drunter, da wo der Ofen mal war. Und sowas mache ich mit noch einem Stein. Ich habe ja noch ein paar Stück übrig. Und dann sind erst diese 150 Steine für diese Ruine hier verbraucht. Wie gesagt, das hier, das ist alles Zeugs bis jetzt, was man komplett in der Lootbox 1 hat. So, die Oberfläche noch ein bisschen verwüsten. Das ist Steinzeug und so ein Krempel da drin. Ah, das ist doch schick. Das packen wir an der Seite hin und dann haben wir schon quasi so was Ähnliches Richtung Rauchabzug, oder? Außerdem stützt es auf mysteriöse Art und Weise hier hinten das Stück Mauer. Perfekt. Dann legen wir da mal los. Ich nehme mal gerade den Leim zur Hand. Meinen Eimer Zeugs, den habe ich gerade woanders stehen. Was da drin steckt, das ist nämlich, ich weiß nicht, ob das das Innenfutter ist, sondern ich baue ja noch so nebenbei einen mandalorianischen Helm zusammen. Und den hatte ich auch versucht, aus diesem Zeugs hier zu bauen. Beziehungsweise habe mir erstmal die ganzen Teile vorgeschnitten aus XPS, also aus Styrodur. Nur das Zeug, das kriegt man halt eigentlich überhaupt nicht gebogen, aber trotzdem ist der komplette Eimer voll mit dem Zeug. Und mal gucken, was ich damit mache. Ich schätze mal, das nehme ich dann für das Innenfutter oder ähnliches. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Leim. Ich fange das hier nochmal frei. Verteile hier den Leim. Dann machen wir das Zeug fest, das Zeug. Ja, hier haben wir ein Stück von dem Ofen. Hier haben wir ein Stück von dem Ofen von der Seite. Hier haben wir noch das Stück, was dann in der Mitte dazwischen ist. Jetzt kommt noch diese Rückseite rein. Ein bisschen da rein. Und wirklich, das muss, entweder muss eine neue Webcam her oder ich muss die Brocken von der alten zusammensuchen, aber die Optik, glaube ich, ist schon lange verloren, die gibt es schon lange nicht mehr. Oder ich muss ganz schnell 1000 Leute haben, die sich das Ganze anschauen, dann kann ich das auch mit dem Handy aufnehmen. So. Das muss auf jeden Fall mit dieser Seite hier hinten festgeklebt werden, damit das vernünftig aussieht. Dann haben wir den Vorteil, dann haben wir auch quasi so ein kleines bisschen Platz zur Wand, sodass wir hier nicht die ganze Hitze direkt an der Wand haben. Du kommst da rein, du kommst da hin. Na bitte. Das sind schon die Reste unseres Ofens, der da mal war. Über die Jahrhunderte komplett verfallen ist oder nahezu komplett verfallen ist. Dieser kleine Rest stützt dann quasi das Stück Mauer. Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe eben den Livestream starten wollen. Normalerweise nehme ich das halt einfach mit dem Handy auf.
Aber ich schätze mal, aufgrund der aktuellen Situation mit Corona und sowas und jeder macht irgendwie was, wie er Masken näht oder ähnliches, da werden die wahrscheinlich einfach so eine riesen Überlast darin gehabt. Deswegen kann man dann nicht mit Zuschauern, sondern insgesamt mit Abonnenten. Deswegen wurde es dann geändert, so dass du mindestens 1000 Abonnenten brauchst, damit du mit Mobilgeräten streamen darfst. Und das finde ich eigentlich ganz schön albern. Weil dann hätte man mittlerweile so schöne Möglichkeiten, wie man das Ganze aufnehmen kann und so weiter. Ich meine, natürlich, Handys haben oft diesen Autofokus drin, das sieht dann vielleicht ein bisschen blöde aus, ne? Aber dann hätte man so schöne Möglichkeiten, wie man halt vernünftig agieren kann und arbeiten kann. Das vielleicht auch drumherum halten kann und ähnliches. Und da finde ich es ein bisschen schade, wirklich, dass man das quasi nur machen kann, wenn man 1000 Abonnenten hat. Weil, ich meine, das ist halt sowas, ein Handy hat ja mittlerweile so ziemlich jeder eigentlich zur Verfügung, eins, das ganz gut funktioniert. Ne? Ja, ich finde es auch komisch. Also, um es ehrlich zu sagen, ich finde es einfach schade, weil diese Kamera, die ich jetzt hier als Notbehelf nutze, die ist natürlich nicht vergleichbar mit was, das 1900 von der Auflösung her machen kann. Ne? Also HD und eine Endoskopkamera ist irgendwie ein großer Unterschied. Ja gut, ich weiß, normale Webcams täten es auch, wenn ich noch eine hätte und die nicht verbastelt hätte. Aber hey, das bringt mich wirklich auf die Idee, also dass ich da vielleicht noch so ein paar Videos mache. Einfach mal wieder das Teleskop nehme, das gegen Mond halte. Das ist so ein Spiegelteleskop, ich glaube mit so einer 10 cm Linse oder sowas nur drin. Und dann einfach mal das ganze Ding aufnehme. Wenn ihr Interesse dran habt, dann könnte ich davon mal so ein Video machen. Weil jetzt sowieso sind jetzt gerade diese Nächte relativ sternklar. Ich muss natürlich erstmal wieder schauen, ob ich davon noch eine Kamera übrig habe oder eine Kamera halt suchen. Aber wäre sicherlich auch eine interessante Erfahrung für die eine oder andere Person. So, ich glaube, das hier, das kann man schon als Reste von dem Ofen durchgehen lassen, oder? Der Leim hat ein ganz kleines bisschen angezogen. Jetzt kann ich das hier noch ein bisschen andrücken. Ich glaube, das ist schon okay. Was haltet ihr davon? Daumen hoch oder Daumen runter? Ist das schon sowas, was sich erahnen lässt, dass es vielleicht mal in einem Ofen war? Ich meine, da kommt noch ein bisschen Farbe ran und sowas natürlich. Aber ich glaube, das könnte schon so durchgehen. Hier ist das Zeugs runtergerauscht von der Mauer. Das klebe ich einfach direkt da an Ort und Stelle fest, bevor es mir noch abhanden kommt oder so. So. Das gleiche, das mache ich auch hier hinten in der Ecke. So einen kleinen Punkt Leim hin. Hier auch. Prima. Hatte ich hier noch irgendwo einen Stein, der mir runtergefallen war? Na, wo ist er? Hier hinten ist er. Der kommt hier vorne in die Ecke rein. So, noch so nebenbei, falls ihr irgendwie was Schönes sehen wollt, denn ich glaube, die Liste von denen, die ich alle abonniert habe, die müsste ja frei zugänglich sein. Da sind so einige wirkliche Schätze darunter, die ich euch empfehlen kann. Unter anderem, da wird ein Elefant gemalt und der sieht wirklich aus, also einfach gezeichnet. Das sieht wirklich aus, als ob das Tier, was da gelebt hat, Jahrzehnte Lebenserfahrung hätte. Richtig tiefe Augen, das ist richtig schön gemacht. Und dann noch jemand, der ganz witzig auf einer Ukulele Rocksongs und sowas spielt. Also wirklich ein ulkiges Zeugs. Dann jemand, der mit einem, was ist das, so einem steirischen Akkordeon oder sowas. Also dieses, wo nicht wie beim normalen Akkordeon die Klaviatur von einem normalen Klavier dran ist, sondern dieses mit den ganz vielen wilden Knöpfen. Sowas habe ich dann noch und jemanden, der so Schlagzeug-Cover-Songs macht und so.
auch ziemlich stark. Wenn man da zwischendrin mal so ein bisschen sich rauslösen möchte aus dieser ganzen Geschichte, die rundherum stattfindet, kann man sich das gerne antun. Die ganzen lustigen Leute habe ich alle abonniert und müsste alles eigentlich frei zugänglich sein. Ich glaube, die freuen sich auch darüber, falls ihr die auch irgendwie mitnehmt und abonniert. Auch falls ihr irgendwelche Channels oder sowas habt. Ich mag das sehr gerne, wenn insgesamt sich alles zusammenschließt, was irgendwie in irgendeiner Form kreativ ist oder so. Ich bin dafür sehr, sehr empfänglich und finde das halt schön, wenn man sich gegenseitig nicht aus dem Blick verliert. Aber wenn ihr sowas nicht habt, beispielsweise, tut es ja auch nicht. Der Sache keinen Abbruch. Ihr könnt auch gerne so teilnehmen und sowas. Okay. Hey, das sieht schon ganz gut aus. Diese Rückwand hier, das gefällt mir noch nicht ganz. Muss ein bisschen näher daran. Super Sache. Ja, in der Ecke, da muss noch ein bisschen was weg. Da muss noch was raus. Ah. Ja, jetzt ist es raus. Okay. Außen rundherum. Ich habe hier noch eine ganze Menge Zeugs, alles verwüstet quasi. Außenrum mache ich nochmal so ein kleines Leimbett. Werden jetzt hier noch so ein paar Reste drauf gemacht, die alle so runtergefallen sind im Laufe der Jahre. Das finde ich ja witzig, dass du in Kassel gewohnt hast. Eine ganze Weile. Ich meine, insgesamt ist unser Land nicht ganz so groß, ne? Wenn man das so bemisst. Innerhalb eines Tages kannst du komplett kreuz und quer durchfahren. Na gut, ich meine, mit den Niederlanden verglichen ist es natürlich schon noch relativ groß. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es immer wieder so Ecken gibt, wo man doch viele Leute irgendwie hat, die von da kommen oder die da mal eine Weile sind. Ich meine, auf der anderen Seite ist es wiederum so, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Kevin Bacon Factor. Das ist ja dieser Schauspieler, der unter anderem im Land der Raketenwürmer und sowas mitgemacht hat. Lustig. Ah, jetzt habe ich gerade so halbwegs den Faden verloren. Ach so, wenn man sich das überlegt, hier dieser Kevin Bacon-Faktor, bedeutet einfach nur, dass man das nach dem benannt hat, weil jeder Mensch irgendwie jeden anderen Menschen über, ich glaube, 6 oder 7 Ecken oder sowas kennt. Das ist quasi dieser Kevin-Bacon-Faktor. Da hat man verschiedene Leute dann gefragt und hat das mal ein bisschen recherchiert, was sie so insgesamt sagen oder wen sie so alles kennen. Und dann ist man wirklich immer wieder auf diese gleiche Zahl gekommen. Also ist quasi die Welt im Dorf. Ja, stimmt, jetzt sind wir alle woanders. Für eine Zeit ist es so, dass man an einer Stelle wohnt, aber ich kenne das von mir, von früher zum Beispiel. Ich komme halt von einem Dorf und da ganz welche, die waren schon immer zufrieden damit. Die sind auch immer da geblieben. Naja, das ist lustig, weil ich Kassel halt auch kenne und ich es interessant finde, dass ich jemanden jetzt treffe. Mein Hartschaumschmiede ist da auch in der Ecke. Und ich komme auch so ungefähr aus der Ecke, also hier, wo ich jetzt bin, da werde ich beispielsweise oder wurde ich damals immer Kassel gerufen. Ich genannt Kassel, weil ich halt aus der Nähe von Kassel kam. Und davor wurde ich innerhalb von Kassel nach meinem Heimatort benannt, mehr oder weniger. Zumindest nach einem Stückchen davon. War schon eine interessante Sache. Also, dass man quasi diesen Raum oder diesen Punkt, wo man herkommt. Nein, aus Ehringshausen nicht. Aber sagt mir was. Na gut, wahrscheinlich sagt einem in der Gegend sowieso nahezu alles was. Ne? Aber mit I würde es anfangen. Aber ist ja alles super geheim. So, das hier. Das kommt noch dahin. Ach, das wird doch was. Mal schauen, ob ich hier an dieser Brilon. Nein, wieder nicht. Aber durch Brilon bin ich auch schon ab und zu durchgekommen. Ist auch ganz nett. Okay.
So, das hier ist alles ein bisschen verteilt. Aber Brilon ist relativ hier in der Nähe. Naja, relativ. Also so ungefähr relativ. Ja, das ist ein Treffer, ein absoluter Volltreffer. Derzeit bin ich hier in Paderborn. Was heißt derzeit schon? Echt lange. Ziemlich lange. Meine Güte, wenn ich mir das überlege. Eine ganz schön lange Zeit. Eine ganz schön lange Zeit. Seit 2001 ungefähr bin ich hier. Kilometer, bist du dir ganz sicher? Na gut, das ist wahrscheinlich je nachdem, wie man dann fährt. Ne? In welcher Richtung denn? Richtung Norden, Süden, Osten, Westen? Nach unten und nach oben kann es ja nicht sein. Ach, am zweitlängsten. Ach so, bist du so ein Reisender? Hat sich mal hier und mal dahin verschlagen. Ich hatte hier eine ganze Weile halt ein Google Erde sagt ja. Okay. Osten. 334 Kilometer nach Osten. Was könnte denn da sein? Da sind viele Dinge. 334. Das könnte ja schon Richtung Erzgebirge oder so gehen. Ne? Kann das sein? Okay. Das heißt, du bist quasi auf der Suche nach deinen eigenen Wurzeln, kann das sein? Ah, im Havelland. Hey, ja, stimmt. Im Havelland, das ist richtig schön. Das ist Wahnsinn. Also ich bin da mehrfach durchgefahren und ich dachte mir, Mensch, das ist ein richtig toller Flecken Erde. Also ich weiß nicht, wie das von den Leuten ist. Ich meine, über die aus Nordhessen, da wird ja schon gesagt, okay, die sind ein bisschen kauzig oder sowas. Ne? Oder hier über die Westfalen wird auch gesagt, dass irgendwie, ja, wenn sie dich nicht gerade anquaken wegen irgendwas, dann ist das schon mehr oder weniger ein Lob. Ich weiß nicht, schlussendlich sind, glaube ich, viele Menschen einfach ziemlich nett. Also einfach trifft und auf sich zukommen lässt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Jedes Mal, wenn ich da durchgekommen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, also hier, da könntest du auch einen guten Teil der Zeiten verbringen und dir das einfach mal anschauen. Deine Wurzeln waren in Niedersachsen. Das heißt, du bist ja wirklich weit rumgekommen, ne? Niedersachsen, Hessen, jetzt bis ins Havelland. Das ist ja was. So, schauen wir hier mal nach. Hier hinten drin das Zeugs, das werde ich gerade noch ein bisschen festmachen. Was, die sind 100-mal freundlicher. Wie muss es denn da dann sein? Das ist ja verrückt. 10 Jahre Schleswig-Holstein. Hey, da oben ist es auch super. Wie war das? Willkommen im echten Norden oder so, ne? Steht da mal nicht, wenn du das Bundesland da hinweist. Ja, Schleswig-Holstein, da kanntest du einige, die es dahin verschlagen hat.
Und auch einige, die von da kommen oder einige, die da jetzt erst relativ kürzlich hingezogen sind. Düsseldorf. Ist auch noch dazwischen. Boah, dann hast du ja unglaublich viele Ecken gesehen. Also wie fühlt sich das an? Das ist zwar jetzt ein bisschen eine persönliche Frage, aber hast du das Gefühl, dass du mittlerweile so halbwegs Wurzeln hast oder bist du wirklich mal richtig auf der Suche danach? Oder denkst du, dass wenn es dich noch weiter treibt, dass du dann irgendwann deine Wurzeln finden wirst? Das kann ja auch sein. Ich kenne einige, die hier halt quasi um ein Viertel des Planeten oder sowas rum sind und die sagen, da wo ich jetzt gerade bin, da fühle ich mich eigentlich so wohl. Ich brauche gar nicht mehr reisen oder sonst was machen, sondern ich habe ja schon alles Mögliche gesehen. Ich fühle mich da genau wohl, wo ich einfach lebe oder atme oder sowas. Der Rest ist eigentlich relativ egal, der Rest zieht vorbei. Ja, das mit der Küste, das verstehe ich. Also, Küste ist schon cool. Mecklenburg. Na gut, das liegt ja quasi auf der weiteren Reiseroute. Ne? Dann hast du sowas Ähnliches wie so ein Hufeisen quasi gemacht. Und ja, doch, ist ja die Richtung. Wenn ich da auf die Kamera schaue, um zu gucken, wo ich mich gerade befinde, dann ist das ein bisschen so eine rückige Geschichte, weil ich dann mit dem Finger natürlich in die falsche Richtung gehe. Das heißt, du kamst von da, bist dann weiter rüber, bist dann noch rübergezogen. Und jetzt, ja, natürlich, da musst du weiter nach oben, ist ja ganz klar. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite wird gesagt, dass jemand, der zum Beispiel lange an einem Fleck war, dass der halt, wird das gesagt? Wie heißt das? Ach, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Dass die Leute dann irgendwann schwere Knochen bekommen. Das heißt, dann irgendwelche Veränderungen drauf zu kriegen oder sowas, das ist nicht leicht. Ja, es gibt halt diese beiden Richtungen da drin. Ne? Die einen, die strömen immer zu neuen Orten, um halt zu sehen, wo sie hinkommen, und die anderen, die hier irgendwo an einem Flecken schon lange, lange, lange sind, die wollen gar keine neuen Orte sehen. Und die wollen einfach nur, dass das Ganze einfach schön statisch vor sich hingeht. Das ganze Leben. Ich kann es durchaus verstehen, wenn du schon so weit rumgekommen bist und dann gefällt dir mal die Gegend sehr gut, aber irgendwie fühlst du dich nicht richtig aufgenommen oder ähnliches. Das muss ja ganz schön zermürbend sein dann über die Zeit. Oder wenn man halt mal weiter sucht oder nicht genau weiß, wo komme ich her oder wo genau will ich hin. Ich weiß, ich möchte an die Küste, aber ist die Küste, die ich mir da aussuche, ist diese Stelle des Planeten. Ist das noch genau das Richtige oder schon genau das Richtige? Oder bin ich da vielleicht noch weiter auf Wanderschaft? Ne? Also ist dann meistens so diese. Ich habe das Gefühl, zwei Typen von Menschen. Ne? Diese einen, die es immer weiter treibt, und die anderen, die es eigentlich statisch an dem Ort hält. Und dann natürlich eine ganze Menge Reisende dazwischen irgendwo. Und sagen, okay, ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Das ist meine Basis. Aber von hier aus bin ich in der ganzen Welt unterwegs. Davon erkenne ich auch einige. Ja, quasi alles erfahren oder so quasi wie so ein Globetrotter überall unterwegs sind. Ja, wo man sich denkt, na, bist du mal wieder unterwegs? Hat aber auch ganz schön lange gedauert. Ja, quasi immer permanent, wie soll man sagen, Hummeln im Hintern haben und permanent unterwegs sein wollen. Na gut, ja, stimmt. Ein paar Sachen davon habe ich auch gemacht. Ein Mann muss einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und ein Kind zeugen.
Ja. Naja, muss, weiß ich nicht. Also ein paar Sachen davon schaden vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite kommt das alles natürlich auch mit so einem gewissen Einschnitt dann daher. Das heißt, wenn du Wurzeln schlagen möchtest, dann sollte das nie wirklich der Grund dafür sein. Denn wenn du dich nicht selbst dazu entschließt, sondern es quasi an andere, wie soll man das sagen, an andere Gegebenheiten sowas hängst, ne? Dann ist das immer so, als ob das so eine Entschuldigung dafür wäre. Ich kenne das selbst von mir, wenn man beispielsweise aufgehört hat mit Rauchen, das habe ich vor langer, langer, langer Zeit gemacht. Und du versuchst das zu rechtfertigen, indem du das für andere tust. Oder du musst jetzt sesshaft sein, weil ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oder ob da nicht trotzdem noch so ein Rebell in einem drin ist, weißt du, der dann einfach sagt, okay, ich bin jetzt gerade hier, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass es langsam Zeit wird und dann, wenn man sich's versieht, hat man wieder, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, diesen Drang nach Fern oder sowas drin. Ich meine, was ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen könnte, das wäre sowas oben Schleswig-Holstein, dann beispielsweise an der Ostseeküste. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Auch Dänemark zum Beispiel, das ist eine unglaublich schöne Gegend. Und wenn du da durch die Gegend läufst und dann halt mitten in einem Wald beispielsweise so die Überreste von Langhäusern findest oder halt so eingefallene Hügelgräber und ähnliches siehst. Und du hast fast das Gefühl, dass du schon mal da warst oder so. Das ist ein gigantisches Gefühl. Ist einfach interessant und schön. Ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie die Reise noch weitergeht. Keine Ahnung, wohin oder wann oder wie. Ach so, was ich davon gemacht habe. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Naja, eine Sache, die kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe da auch so ein Video veröffentlicht. Kinder habe ich. Ja. Meter von der Ostseeküste. So. Ich meine, das hier zu diesen Punkten, wo man dann sagt, okay, das ist wirklich schön. Das ist meistens dann, wenn man irgendwo im Urlaub ist oder so, wenn man nur diese schönen Punkte sieht. Wenn man das Ganze auch mal im Herbst oder im Winter erlebt hat, dann mag sich das vielleicht ein bisschen ändern. Dann mag man vielleicht sagen, okay, vielleicht wäre es auch ganz, ganz interessant, wenn man so ein Haus beispielsweise in zweiter Reihe hätte oder so, wo man nicht ständig aufpassen muss, dass einem irgendwas ins Fenster reingepustet wird. Das sind so diese Geschichten da, wenn jemand als Tourist irgendwo hinkommt und sagt, ihr habt das aber schön hier und so. Und das ist aber schön belebt. Und dann sagt die Person, ja, diese kurze Phase des Jahres ist auch schön belebt. Und die Natur ist schön, aber den Rest des Jahres kann die ganz schön die Zähne auspacken. Und dann, glaube ich, wirst du lieber nicht hier sein, sondern lieber irgendwo weit weg. Bäume aus der Tausend gepflanzt? Oder ist das aus dem Songtext? So ein paar Steine habe ich sogar noch. Meine Güte, wo kommen die denn alle her? Na klar mag ich das. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Ich glaube, das habe ich schon. Oder? Dann abonniere ich natürlich sofort deinen Kanal. Ich finde das ganz prima. Doch, ich glaube, ich habe die schon. 10 Bäume täglich, das ist ja super. Welche Art von Bäumen denn? Oder ist das je nachdem, wo du die pflanzt? Finde ich interessant. Ich meine, die Bäume, die von den Generationen vorher gepflanzt wurden.
Die werden ja momentan zum ziemlich großen Teil gefressen. Beziehungsweise müssen entfernt werden. Ja, 10 Bäume, das ist schon eine respektable Leistung. Und wo pflanzt du die überall? Alles komplett quer gemischt. Hat das vielleicht mit deinem Beruf zu tun? Oder machst du bei einer Initiative mit Ähnlichem? Nadelbäume, Laubbäume, Obstbäume. Ist das so ein Versuch insgesamt zu schauen, was man für Pflanzen nehmen kann, die die ganze sich verändernde vegetativen Voraussetzungen sowas besser nutzen kann? Ach, du ziehst immer deine Bäume ziehen mit um. Das ist ja was. Jetzt verstehe ich auch, warum du das mit Wurzeln sagst und sowas. Du bist ja schon ziemlich der Erde verbunden. Finde ich interessant. Der Erde verbunden, aber trotzdem dann weiterziehen. Interessant. So, schaut mal, wenn das mal nicht langsam aussieht wie eine Ruine, das ist ja schon echt was. Ja, das ist definitiv interessant. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich so viele Bäume hinpflanzen sollte, weil, wenn man ehrlich ist, diese Grundstücke hier in der Gegend, die sind für gewöhnlich nicht so groß. Und ich glaube, da ist man eher mit Sträuchern und sowas bedient, beziehungsweise mit dem, was einfach so wächst. Weißt du was? Du kannst ja sagen, dass du ein Teil von allem bist, von allem, was du da schreibst. Ich glaube, du hast schon eine ganze Menge gesehen und du wirst sicherlich noch eine ganze Menge sehen. So, hier auf diesen Haufen Zeugs, da kommt noch ein bisschen was drauf. Ich habe das gehört, ein. Das sieht so aus, als ob das da hingehört. Alles klar. Ja, gut. Ich wohne in der Stadt und hier hat man nicht so viel Platz, um Bäume zu pflanzen. Ja, das stimmt. Hey, aber ich habe das nicht entschieden. Das wart ihr. Mit euren Likes bei den Videos. Und deswegen habe ich euch die Wahl gelassen. Ja, also ich möchte auch gerne wissen, wie das Ganze hier aussieht, wenn das quasi auf neu gedreht wird. Ich möchte gerne mal erfahren, wie das war, das Ganze hier. Also bevor es so hier aussah. Schau dir das an. Das ist alles alt und verfallen, aber steckt auch sehr, sehr, sehr viel Geschichte drin. Denke ich mal. Und da war es mir auch ganz wichtig, dass ich dann gesagt habe, okay, eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass ich das Gebäude hier kenne, schon ganz, ganz, ganz lange kenne, das, was ich hier gerade bastel. Und irgendwie würde ich gerne wissen, wie diese Richtung oder wie diese beiden Richtungen sind. Ich meine, das hier, das ist eine kleine Hütte. Ich habe ja schon viel darüber erzählt, auch in anderen Videos. Das hier, das ist eine kleine Hütte und da sind wahrscheinlich einfache Leute drin zu Hause gewesen. Und ich würde gerne mal wissen, natürlich würde man die Leute nicht irgendwie in irgendeiner Form da reinbekommen, aber ich würde gerne wissen, wie das Ding hier ausgesehen haben könnte. Also beispielsweise habe ich jetzt vor relativ kurzer Zeit Walden gelesen. Und in Walden, da geht es dann auch darum, wie der Autor selbst dann seine kleine Hütte an einem See in den Wald gebaut hatte und
was er dafür alles gemacht hat. Und das ist halt so interessant, das zu lesen. Und diese Ideen, die sind halt interessant gewesen auch. Dass noch immer, obwohl das schon, wie lange ist das her, 150 Jahre oder sowas, noch immer Leute dahin pilgern und noch immer Steine auf die Grundplatte legen, da wo das Haus mal stand. Okay. Nee, die Löwenburg, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, die Baupläne davon, die waren ja schon extra für uns quasi. Ne? Hier, da brauchen wir so einen halb eingestürzten Turm und da brauchen wir dies, das, jenes. Naja, ob man die so in der Form irgendwie ganz sehen würde, würde irgendwie falsch sein, glaube ich, weil dafür war es ja niemals gedacht. Menschen bauen, eher auf biologischen Wege. Das Haus hier, also das war sowieso so eine Idee von mir. Ich meine, ich habe diese. Sorry, ich schiebe mal gerade die Zoom-Maus weg. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe das Ding hier jetzt zusammengebastelt und ich finde, dass das ganz nett aussieht, aber ich möchte natürlich gern beides machen. Und diese Abstimmung, die habe ich ja nicht aus Versehen gemacht. Dass ich Menschen abstimmen lasse und dann quasi zu entscheiden, was ich daraus mache. Und das hier, das war ursprünglich als Ruine gedacht. Da dachte ich, okay, naja, so eine Ruine machen oder sowas, das wäre ja ganz nett. Ich meine, ich habe ja auch diese Anleitung dafür gemacht. Wie baue ich mir eine Ruine aus 150 Steinen? Als so ein kleines E-Book. So ein paar Bilder quasi, wo dann diese Muster von den Mauern und sowas drin sind. Da habe ich ja schon mal gedacht, irgendwie so eine Ruine, das wäre was Schickes. Ne? Das würde ich gerne machen, einfach weil die Teile viel, viel, viel Geschichte erzählen können. Gerade das mag ich auch sehr gerne an Ruinen, beziehungsweise auch an Ruinen in anderen Ländern, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel so ein was das mal bewohnt war, dann irgendwie verfallen ist, dann wieder ein Stück weit bewohnt war und sowas. Das hat meistens eine ziemlich belebte Geschichte und fühlt sich teilweise lebendiger an als so mancher Neubau. Aber das hier, das werde ich auf jeden Fall nochmal als ein schönes, schönes Gebäude hinsetzen. Ich weiß nur nicht genau, wie es dann ausgesehen hat, aber ich habe es ja zwischendurch schon gesagt. Hier auf der Seite zum Beispiel, da haben wir den Ofen. Und hier haben wir irgendwie so eine Art Schlafstätte gehabt. Hier hinten waren die Tiere, da sind ja noch die Reste vorhanden. Und hier, da war so eine Art Werkstatt, hier auf der Ecke. Da sind dann auch so Spuren in der Wand drin von allen möglichen. Ich weiß nicht genau, was hier gemacht wurde, aber es hat auf jeden Fall ziemlich effektiv Spuren in der Wand hinterlassen. Ja, und ich bin echt mal gespannt, wie das ausgesehen haben wird, muss ich ja sagen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich werde das ganze Ding bestimmt nochmal aufbauen. Denn ich mag das sehr gerne, Geschichten dazu zu erzählen, wie Sachen aussehen oder wie Sachen mal waren oder gewesen sein könnten. Das wäre quasi. Oh, jetzt habe ich den zweiten Frosch im Hals. Entschuldigung. Es wäre doch mal was Schönes zu sehen, wie das Ganze mal war. Und dadurch, dass ich halt diese ganzen Sachen und selbst wenn jetzt keiner zuschauen würde und sowas, trotzdem mache ich die Sachen für euch da draußen. Na, und ich bastel mal gerne rum und ich finde das ganz interessant und ich glaube, ich habe auch noch ganz viele andere Ideen, die in ganz, ganz andere Richtung gehen. Ja, und die werde ich auch noch alle irgendwie in irgendeiner Form verwirklichen oder halt zum Teil, je nachdem, wie das halt alles dann zusammenpasst. Und ich möchte auch gerne quasi einfach so einen Blick zurückwerfen, durch Jahrhunderte durch vielleicht. Einfach mal in die Vergangenheit hiervon. Und mal schauen, wie das Ganze ausgesehen haben könnte. Das ist mir sehr wichtig. Und das hier, das ist jetzt durch die Abstimmung, die mir halt wichtig war, um einfach zu sehen, wollt ihr das vielleicht ganz anders sehen? Aber meistens ist es so, wenn, wo war das denn? Irgendwo war das, glaube ich, dass so ein Porsche oder ähnliches, so ein
höherpreisiges Auto. Das wurde an einem Kran hochgehoben und dann konnten die Leute abstimmen. Wollt ihr, dass jemand dieser Porsche geschenkt wird oder wollt ihr, dass der einfach kaputt geht? Dass wir den jetzt einfach ausklicken und dann ist er halt Schrott. Und da haben sich die Leute dann halt dafür ausgesprochen, dass dieses Auto vernichtet wird. Wo ich mir denke, okay, das spielt so ein bisschen oder spiegelt so ein bisschen die Zeit wider, in der wir teilweise leben. Dass es halt so ist, wenn ich was Individuelles habe beispielsweise, dann möchte ich das exklusiv haben. Und wenn, ich schaue mal gerade nach, ob hier noch irgendwelche Teilchen rumliegen, die ich noch verbauen kann. Und wenn ich halt andersrum denke, wenn wir uns alle zusammentun und wir entscheiden uns genau für den Weg, dass jemand von uns privilegiert wird. Wir verzichten auf unseren Spaß dafür, dass jemand so ein bisschen weiter vorwärts kommt und zum Beispiel so ein schönes Auto hat oder das Auto nehmen kann und verkaufen kann, um sich davon einen Traum zu erfüllen. Oder beispielsweise schuldenfrei leben zu können oder ähnliches. Ich glaube, so eine Zeit, die wird jetzt gerade anbrechen, so dass wir wieder so ein bisschen solidarischer denken, sage ich mal. Und für mich war es halt ganz wichtig, dadurch, dass das hier alles für euch ist, da war es mir ganz wichtig, dass ihr darüber entscheiden könnt, was damit passiert. Und das habt ihr. Ihr habt entschieden. Und die Mütze hätte dann auch nochmal entschieden, dass es auch genauso hier kommt. Aber ich werde auf jeden Fall den anderen Teil davon noch machen. Das heißt, das ganze Ding hier nicht verfallen lassen, sondern dieses ganze Gebäude neu aufbauen. Und jetzt kommen noch so ein paar Details rein. Hier zum Beispiel ist ein bisschen was durchgewachsen. Hier hinten auch. Ich finde halt, dass wir durch diese ja, Krise, die jetzt gerade da ist, ich spreche da relativ offen und ehrlich, dass wir dadurch auch eine gewisse Chance haben. Natürlich wird es dann schwer für die, die getroffen werden und sowas. Aber dass wir eine gewisse Chance haben, auch, dass wir uns füreinander öffnen können. Das heißt, plötzlich ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass es die Menschen im Umfeld gut geht oder dass es den Postboten gut geht oder dass es unserer Familie gut geht. Und das hier in dieser entschleunigten Zeit, wir werden ja quasi extrem ausgebremst, sage ich mal. Oder müssen uns einfach so einer Struktur unterordnen, die zum Gute aller, zum, ja, zum Guten aller ist. Wir werden entschleunigt und somit haben wir plötzlich jetzt wieder Zeit, auch wenn es für einige natürlich ganz knallhart an die Existenz geht. Und da haben wir halt den Vorteil dadurch, dass wir uns hier in einem Staat befinden und in einem System befinden, das sehr gut darin ist, eigentlich die Leute zu stützen. Und was eine Ecke besser, auch was die Gesundheit angeht, als es sehr, sehr, sehr viele andere Länder haben. Das heißt, wir sind privilegiert, was das angeht. Wenn wir es jetzt noch schaffen, in dieser Zeit, wo es halt vor allem auch Künstlern und so weiter ans Leder geht, ne, weil denen fehlen natürlich die Einnahmen. Ich meine, wenn man keine Konzerte geben darf, dann kann man natürlich auch damit sein Geld nicht verdienen. Wenn man das Geld nicht verdienen kann, dann leiden natürlich auch die kompletten Familien und sowas, die daran hängen. Oder halt, was hier beispielsweise war, jemand von einem Zirkus ist vorbeigekommen, der halt verzweifelt war, weil die Leute da ja oft dann quasi von schmalem Geld leben oder von der Hand in den Mund mehr oder weniger und die Tiere halt auch versorgt werden müssen. Und wenn man da so ein bisschen darüber nachdenkt und sich dann halt auch überlegt, okay, die Leute, die einfach was Schönes für das Herz und für die Seele schaffen, wenn wir die schützen können, dass die nicht als erstes zusammen mit denjenigen, die sowieso Handicaps haben und so weiter, die teilweise vergessen werden, Menschen mit Behinderung, alte Leute und so weiter, wenn wir es schaffen können, die alle zu stützen in so einer schweren Zeit, dann haben wir eine unglaublich gute Chance, dass wir das halt auch in die Zukunft transportieren können. Was ich halt auch hoffe. Ja, und das ist halt diese Chance, die ich in dieser ganzen komplizierten und wirklich kritischen Phase unserer aller Leben sehe. Und das ist halt auch mit ein Grund, weshalb ich jetzt angefangen habe, hier diese Videos zu drehen oder für euch bereitzustellen. Einfach weil es mir wichtig ist, dass man so einen Punkt hat, wo man vielleicht zusammenströmen kann oder sich was anschauen kann, dass man vielleicht so ein bisschen sich rauslösen kann aus den Problemen, die man so insgesamt hat und einfach mal abtauchen kann.
für eine gewisse Zeit abtauchen kann in die andere Welt. Sei es nur, indem man das dann nachbastelt oder sonst was, was natürlich nicht jedermanns Sache ist. Das ist mir schon bewusst. Oder halt, dass man einfach irgendwas, was sich anschaut oder kommentiert oder sowas, oder eine Entscheidung trifft. Wie geht das Ganze weiter oder so. Das ist mir halt extrem wichtig. Ja. Genauso wie ihr alle da draußen. Ihr seid mir auch wichtig. Sonst würde ich das Ganze ja gar nicht machen. Sonst würde ich das weiterhin, alles wirklich, was ich mache, dann nur für mich selbst machen oder halt für die, die mir nahestehen und die das Ganze sehen können. Aber ich möchte lieber, dass alle partizipieren können. Das ist schon eine doofe Zeit, in der wir jetzt gerade leben, obwohl es uns insgesamt als Gesellschaft extrem gut geht eigentlich, sage ich mal, im Vergleich zu anderen. Trotzdem ist das schon ein hartes Brot und das ist die erste wirkliche Herausforderung, die wir seit langer Zeit überhaupt bestehen müssen. Oder die erste wirkliche Herausforderung neben der Finanzkrise, die meine Generation überhaupt bestehen muss. Hallo, das wird schon was heißen. Und jetzt haben wir das erste Mal die Chance, wirklich gezielt zu reagieren. Oder quasi offen mit der ganzen Geschichte umzugehen. Und halt einfach zu schauen, okay, wie kann ich dir helfen? Oder kann ich dich irgendwie mit was anderem unterstützen? Oder kann ich vielleicht meinen Nachbarn helfen? Ist da irgendwo was, wo ich anhaken kann und wo ich sagen kann, ich habe hier so ein gewisses Know-how, ich möchte das Ganze nach vorne bringen. Oder ich möchte beispielsweise für dich einkaufen gehen, wenn das nur offen für dich ist. Also diese ganzen Geschichten, das ist alles was, das wir jetzt realisieren können und wo wir jetzt mit durchstarten können und womit wir jetzt helfen können. Und sei es nur, dass ich hier so eine Ruine mache, aus was, das ich vorher zusammengebastelt hatte. Und das Menschen zeige und die können dann ein bisschen dann Spaß haben oder sich das einfach anhören und dann dazu irgendwas anderes machen oder sowas, das ist ja relativ gleich. Das ist quasi einfach so ein Stück weit das Durchbrechen der Isolation für die Leute, die keinen Platz rundherum haben zum Beispiel oder nicht rausgehen können oder sonst was. In der Stadt feststecken. Keine Möglichkeit haben, wie du zum Beispiel pro Tag 10 Bäume zu pflanzen. Und für genau die, denke ich mal, ist jede Form des entspannten Umgangs irgendwie damit, dass man irgendwelche Sachen konsumieren kann, irgendwelche Medien, wie zum Beispiel bei YouTube konsumieren kann oder irgendwas basteln kann und so. Das alles ist ein großer Gewinn, weil dadurch dann nimmt man auch zum großen Teil einfach die Angst der Leute, die sind beschäftigt und somit ist dann vielleicht so ein Stück weit des Alltags vergessen oder die Sorgen, die man gerade noch hatte, die kann man erstmal für so eine kleine Weile zumindest ausblenden. Also so eine Art Hygiene der Seele quasi. Und deswegen, um da wieder zurückzukommen darauf, ist es für mich von immenser Bedeutung, dass ich euch quasi dieses Heft des Handelns in die Hand gebe, dass ihr entscheiden könnt, macht doch mal das und das oder das hier ist gut oder das hier, das hätten wir gerne oder so. Das finde ich echt schön. Und deswegen hoffe ich, dass das auch noch viele, viele weitere Folgen hier gibt von sowas. Und weil ich diese Geschichten sehr gerne mag, will ich natürlich auch das Ganze hier nicht nur so wie jetzt zu einer Ruine machen, sondern ich werde es wirklich aufbauen. Genauso wie wir uns alle zusammenfinden und uns auch wieder aufbauen werden, nachdem diese erste Welle der Krise dann überstanden ist. Und hoffentlich bleiben nicht allzu viele auf der Strecke. Was natürlich wahrscheinlich ist, dass es erstmal noch eine ganze, ganze Ecke schlimmer werden könnte, bevor es dann wirklich besser wird. Das tut zwar in der Seele weh, sowas akzeptieren zu müssen, aber auf der anderen Seite müssen wir dadurch. Wenn man den Winter kennt, dann wird man den Sommer, der dem Winter folgt, wahrscheinlich noch umso stärker spüren oder das Ganze so schöner empfinden, als wenn man diesen Winter gar nicht kennen würde, obwohl man natürlich immer wünscht, dass man diesen Winter erfährt, der auf viele von uns zukommen wird.
Ich glaube, uns als Gesellschaft könnte diese Herausforderung, wenn wir die dann gemeinsam meistern, sehr weit bringen. Ach so, und das dann bin ich beruhigt, das finde ich auch nett, ja, ich auch. Ich weiß, dass du das schon vor einer halben Ewigkeit geschrieben hattest. So, jetzt haben wir das hier noch gehabt. Das hier. Hier hinten, da muss ich noch so ein bisschen diese Bodenplatte hier aufreißen. Mal schauen, wie ich da ankomme. Denn hier, da möchte ich gerne ein Gebüsch oder einen Baum oder sowas durchwachsen lassen. Ich habe da auch schon so eine Idee, was ich dann da reinstecke. So, das Ganze das wird ein Stück zurückgebogen. Ja, das könnte passen. Das heißt hier, da wuchs irgendwas in der Gegend hoch, in der Ecke. Da hat hier die Mauer nach außen gedrückt. So, hier oben aus der Wand werde ich noch ein bisschen was rausnehmen. Na dann, Baum ist gut, ja, das finde ich auch. Baum ist sogar besonders gut, finde ich. Ja, da muss man dann halt schauen, was man hier vernimmt. Ich schätze mal so ein paar Zweige oder ähnliches, die kann man dafür locker verwenden. Ich habe auch schon, ich muss mal insgesamt so ein bisschen so einen Materialtest machen. Zum einen, wie man das ganze Material hier noch weiter bearbeiten kann und zum anderen auch, was man so alles findet. Zum Beispiel auch vor so einem indischen Tempel zum Beispiel, da gibt es sehr schöne sowas in der Form zu bauen. Also nicht diese großen, riesigen Dinger mit den 8 oder 10 oder 20 verschiedenen Stockwerken oder sowas, sondern eher so ein bisschen was Kleineres. Und das soll dann irgendwo im Dschungel unter einem Baum drunter sein. Und was gibt es Besseres an dschungelartigen oder vielleicht mangrovenartigen Bäumen, als das, was man zum Beispiel jetzt noch auf den Feldern findet, wo es noch nicht verwuchert ist. Einfach Wurzeln von Mais. Das hat eine schöne Struktur, ist relativ leicht, lässt sich, denke ich, mal ganz gut bearbeiten. Ne? Und das sieht dann halt, denke ich mal, ziemlich monumental aus, was man damit schaffen kann. Vielleicht sieht es auch so ein bisschen aus wie dieser Tempel aus Teil 4 von Star Wars, auf Yavin 4. Das wäre natürlich auch eine coole Sache, vielleicht so ein Setting in irgendeiner Form zu nehmen und mal zu gucken, was wir da machen können. So, hey, das sieht doch schon ordentlich aus. Naja, das heißt ordentlich. Entschuldigung, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Das sieht doch schon ordentlich zerlegt aus. So, schau mal gerade, ob ich hier von dieser Base. Nee, ich glaube, hier mit der kann ich das vergessen, da was abzunehmen. Ich glaube, die lasse ich erstmal so. Hier oben, das muss natürlich auch noch ein bisschen gelitten haben, denn hier ist ja schlussendlich das ganze Dach drauf gewesen. Und wenn das dann mit den Generationen so ja, darunter tropft oder runterbricht, dann ist natürlich vieles, was daran Kraft auf das Mauerwerk nimmt. Das hat sich ja quasi noch so ein bisschen nach innen gebaut. Diese Ecke hier nach außen, das will ich noch hier so ein bisschen bearbeiten, so ein bisschen langziehen. Also du wünschst dir jetzt auf jeden Fall, dass das Ganze so ein bisschen aufgebaut wird, oder?
privaten Katzen. Wäre eine schöne Sache, das würde ich auf jeden Fall machen. Finde ich gut. Ich weiß nicht, so eine Romina alleine ist noch nicht anders. Ich glaube, diese gelebte Geschichte, das ist eine Sache, aber wenn man das alles so ein bisschen wieder aufbaut, das hat einen ganz besonderen Reiz, denke ich mal. Ich frage mich zum Beispiel, wie das Dach hiervon ist. Ist das Dach irgendwie, ist das so eine Art Reetdach zum Beispiel? Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, es ist auf jeden Fall heilsam. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ja, das hat bestimmt seinen Zweck irgendwann gehabt und sowas. Wenn man sich das vorstellt, ich meine hier draus, da könnte man bestimmt auch was machen. Das Ganze wieder ein bisschen zurechtrücken und sowas, so ein paar Sachen ausbessern und dann loslegen. Und in dem Sinne meine ich jetzt gerade, dass man nicht den Verfall hier dran sieht, sondern vielleicht das Schöne, was draus entstehen kann. Überleg dir das mal, diese ganzen kuscheligen Ecken, die hier entstanden sind. Zum Beispiel hier hinten die Ecke. Da wird zum Beispiel so eine Pflanze hier rauskommen, die wird hier hochwachsen. Oder hier auf der Innenseite. Na, in die Richtung muss ich. Auf der Innenseite und auch auf der Außenseite, da könnte zum Beispiel Efeu oder ähnliches hochhalten. Also es kann durchaus was Schönes draus werden, aus einer Ruine. Man muss der Natur nur genug Zeit geben. Und eigentlich würde ich auch gerne, wenn das ganze Ding angemalt ist, noch so ein bisschen lebendiges Moos aufbringen. Und zwar quasi, da gibt es ja diese Idee mit der pürierten Version mehr oder weniger. Ne? Dass du da ein bisschen Buttermilch beispielsweise nimmst und dann halt Moos, das Ganze ordentlich durchrührst und das Ganze dann hier drauf applizierst. Du musst es natürlich ein bisschen feucht halten, damit das schön wächst. Aber ich glaube, daraus könnte auch was werden. Dann kann sich die wirkliche, echte, richtige Natur hier drüber ausbreiten und daraus wieder das machen, was es mal war, nämlich was Lebendiges, als es noch als Dinosaurier unterwegs war oder irgendwas in der Richtung dieser XPS. Schauen kam es. Ja, und es wird auf jeden Fall schön und heilsam werden. Und ich denke mal auch an so einen. Ah ja. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Es gibt auch, war das auch in Mecklenburg? Da gibt es so eine Kathedrale quasi, die ausbeutend ist. Da gab es ja auch diese Form der Kunst, beziehungsweise die Geschichte, dass man versucht hat, aus Bäumen Häuser zu ziehen. Also die unten ganz normal wachsen lässt und dann halt rautenförmige Fenster macht nach oben und die Stämme dann miteinander verbindet, sodass das Ganze nach oben wächst, dass man den unteren Drittel oder das untere Drittel hohl hat und oben drüber die zwei Drittel, das ist einfach dann lebende Biomasse, lebendige Häuser. Das ist natürlich immer das Problem, dass das was wäre, was über mehrere Generationen läuft. Ne? Und was das über mehrere Generationen läuft, das lässt sich halt meistens schwer realisieren. Weil die Leute, die damit anfangen, für gewöhnlich so ein Alter erreicht haben, dass sie höchstens noch schnell mal mit Weiden irgendwas machen können. Weil so eine Weide, die hat ja nicht so viel Zeit. Was hat eine Weide an Zeit? 80 Jahre oder sowas? Also vergleichbar mit einem Menschen, die muss also ordentlich Gas geben. Ne? Sonst wäre das sicherlich auch eine schöne Sache. Einfach so lebendige Gebäude. Also nicht nur ein Haus, der einen Baum, der aus dem Haus wächst, sondern ganze Häuser, die eigentlich Bäume sind. Wie hieß das denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Dazu, da gab es auf jeden Fall auch richtige Bücher und so weiter. Und Anleitungen, was man nehmen kann. Pflanzliches Material oder was sich dafür eignet, was sich vielleicht nicht eignet. Das gehört auch hier inzwischen. So, jetzt mache ich gerade mal den ultimativen Test, was alles lose ist oder nicht lose ist. Jodie Hus, Onus One, ich schiebe dich mal wieder nach hinten. Und danke, dass du als Stütze gedient hast. So, wieder haben wir noch so ein paar kleine Teile, die halt noch nicht fest waren. Die kommen jetzt definitiv noch da drauf.
So, und all die, die das Ganze hier so ein bisschen unterstützen möchten oder ein bisschen vorwärts bringen möchten und sowas, die können das natürlich auch tun. Durch Likes oder durch so ein Fass oder durch das Bestellen zum Beispiel von so einer Lootbox aus dem verlinkten eBay-Shop oder so. Ich meine, das hier, das ist natürlich was, was insgesamt Geld kostet, das Ganze hier umzusetzen. Und dann wäre es ganz cool, wenn man dann irgendwie so die Möglichkeit hätte, auch dann für andere Projekte, wo man zum Beispiel höherwertiges Material für braucht und sowas, wenn man das irgendwie ein bisschen hinkriegen würde. Soll jetzt keine Bettelei oder sowas sein. Das finde ich ein bisschen albern. Das soll einfach nur so eine Idee darstellen, eine Möglichkeit. Dass man das Ganze auch durchaus auch ein bisschen pushen kann. So. Das hier noch ein. Da kann ich viel mehr schöne Sachen für euch alle zusammen machen. Hey, cool. Das hier, das ist schon drin. Goslar ist aber auch eine Ecke weit weg von hier. So, das mit drauf. Sehr stark. Ich glaube, ich habe komplett alles recycelt, was jetzt da war. Cool. Das ist jetzt schon eine Vintage-Aufzeichnung mit dieser fröhlichen Kamera hier, oder? Meine Güte. Ja, das sieht sehr ruinös aus. Verrückt. Aber ich glaube, wenn man halt das passende Stück Natur hier reinsteckt, dann kann das auch wieder sehr, sehr, sehr interessant werden, das Ganze. Ja, ziemlich sehr vintage, ne? Oh, danke schön. Danke für die Blumen. Das sind halt alles so diese Geschichten, die ich am liebsten dann komplett mitnehme und komplett aufzeichne, denn in der Zeit, in der man sowas beispielsweise planen kann und so, da geht viel verloren. Oder schlussendlich, was ich gerne mache, das ist Leuten die Angst davor zu nehmen, irgendwas einfach mal zu machen. Weil ich meine, am Anfang, da war es so, das hätte alles Mögliche werden können, aber so richtig nach Ruine sah das nicht aus. Und so richtig ein Gebäude war es auch noch nicht. Das war weder Fisch noch Fleisch, wenn man das so lagen will. Ne? Und jetzt ist halt erstmal das hier raus geworden. Und überall da, wo man jetzt den blanken Boden sehen kann, also hier diese Holzbase, die ich da drunter gesetzt habe, überall da kann man einfach was rausverhalten lassen, ne? Und ein bisschen hochwachsen lassen. Ich glaube, das sieht dann echt schick aus. Also ob es jetzt schön ist für diejenigen, die das irgendwann mal erbaut haben mögen, vor langer, langer, langer Zeit oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber so als Ruine, glaube ich, ist das hier schon ganz ordentlich geworden. Um das gerade aufzugreifen, meine Schwester hat mal in Paderborn studiert. Ich glaube, sie hat so ziemlich jeder, der irgendwie in irgendeiner Form hier kleben geblieben ist, den ich kannte, auch mal studiert. Aber ich weiß gar nicht, wie viele davon erfolgreich studiert haben. Auf jeden Fall haben alle ganz gut das Ganze überlebt. Boah, wenn ich mir das so auf der Kamera anschaue. Na gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen spiegelverkehrt denken. Das ist schon interessant. Ja, das hier ist so halbwegs fest. Und komisch, dass hier sowas Schmales überlebt hat. Während so viel anderes runtergebrochen und weggefallen ist. Ich freue mich schon darauf, das ganze Ding
andersrum zu machen, dass nicht die Zukunft des Gebäudes gewonnen hat, also so, dass es verfallen ist, sondern dass die Vergangenheit gewonnen hat. Also einfach so ein Blick zurück durch die Zeit, vor allem zu sehen oder vielleicht zu fühlen, wie das ganze Ding mal war oder wie es halt mal ausgesehen haben könnte. Das ist mittlerweile relativ fest sein, alles. Das heißt, ich schiebe das hier mal weg. Ja, ich glaube, das kann sogar wirklich erstmal so bleiben. Mal schauen, was dann als nächste Punkte da noch drauf zukommt. Denn sicherlich wird hier noch so ein bisschen was an Sand oder ähnlichem verteilt werden. Ich meine, hier da sind die ganze Zeit über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, ist hier das Wasser runtergelaufen und so weiter. Hat hier eine ganze Menge mitgenommen. Das heißt, irgendwo muss das ganze kleine Zeug da geblieben sein. Oder halt die Natur, die sich dann da durchgebrochen hat. Und dann zu neuem Leben erblüht ist oder von diesen Mauern. Ich glaube, da steckt noch viel Geschichte drin, in beide Richtungen. Also einmal Richtung Zukunft, aber auch Richtung Vergangenheit. Also bei dem Fenster, da schiebe ich auch ein bisschen weiter rein. So gefällt mir das ganz gut. Das hat sich da in irgendeiner Form verkeilt. Hält das Ganze halbwegs aufrecht. Auch wenn ich nicht weiß, ja, wahrscheinlich ist es über die Zeit gekommen, dass sich das so gebogen hat. Vielleicht kann man da sowas ähnliches wie Holz draus machen, wenn ich jetzt hier von hier aus mit dem Bleistift dann durchgehe. Hier ein bisschen sowas wie eine Maserung reinzeichnen. Könnte was draus werden. Einmal von der Seite, von dieser Seite hier. Etwas spitzeren Stift zu zeichnen. So. Das hier, dann hier noch. Oben noch ein bisschen was. Jetzt wird das hier noch ein bisschen reingedrückt. Ja, das wird durchaus was. Also irgendeine Form von krumpeligem Holz steckt da drin. Vielleicht die Spanten von einem Boot. Na gut, dafür wäre es zu dick. So, hier hinten, da muss man ein bisschen was runterlaufen. Hier, da sind so leichte Spuren dran. Alles so ein bisschen verwittert. Also ich muss sagen, dieser Gedanke, das Ganze hier in eine Ruine zu verwandeln, das hat wirklich so ein Stück weit irgendwie fast schon im Herz gestochen. Habe ich gedacht, hoffentlich entscheiden die es. Hoffentlich gibt es keinen Unentschieden. Hoffentlich muss ich nicht dies oder das oder jenes machen. Weil ich mich eigentlich schon ganz schön verbunden fühlte hiermit. Aber auf der anderen Seite ist es halt so,
Meine Güte, das hier, das ist als Ruine eigentlich auch gar nicht so doof. Oder sagen wir es mal so rum. Tut weniger weh, als ich gedacht hätte. Weil mittlerweile ist die Geschichte so weit gewachsen im Kopf, was das alles hätte gewesen sein können und so weiter. Dass ich glaube, dass ich das hier ruhig als Ruine sehen kann, aber dass ich genauso gut quasi dieses Gebäude neu sehen kann. Und dass es keinen Verlust darstellt, sondern eher so eine Art Gewinn. Das hier, das ist eine mögliche Zukunft dieser ganzen Geschichte, dieses ganzen Gebäudes. Der Verfall. Aber jetzt haben wir noch zu guter Letzt quasi die gelebte Vergangenheit hiervon. Wie sah es mal aus? Was ist da dann passiert? Oder wie war es eingerichtet? Wie viele wohnen da? Vielleicht lässt sich das ja ablesen. War es eine Person oder war es eine ganze Familie? Oder wie war das insgesamt? Waren die Tiere gerade noch da oder sind die Tiere schon lange aus dem Haus raus? Also Dinge. So, da noch ein bisschen was, da ein bisschen was, hier ist noch was, hier ist noch was. Hier an der ganzen Seite hier oben im Sturz ist auch noch ein bisschen leichte Beschädigung und sowas drin. Die Kraft des Wassers und des Regens und der Pflanzen. So, hier noch ein bisschen was Richtung Obersturz. Da noch ein bisschen. Hier ein kleines bisschen aufpiegen, das Ganze. Ich glaube, das hier ist soweit jetzt erstmal fertig. Cool. Ich muss mal sehen, also ich schätze mal, dass das Anmalen und sowas hiervon, das werde ich dann wieder mit der normalen Kamera, die ich so nehme, also mit meinem Handy jetzt derzeit, werde ich das dann aufnehmen, einfach damit man die Seitenfarben hat und eine schöne Auflösung und sowas, sich das dann besser vorstellen zu können oder besser sehen zu können. Weil ich glaube, für dieses Ruinisieren oder Zerlegen dieses Gebäudes, da ist das hier echt das genau richtige Format. Ich glaube, das kann man dafür ganz gut nehmen. Einfach eine gammelige Endoskopkamera für ein paar Euro. Verrückt. Hier kann man auch so ein bisschen die ganzen Sachen sehen. Spuren auf dem Boden, die das Ganze hinterlassen hat. Hinten auch diese kleine Ecke, wo dann ein Baum rauswachsen wird, der die ganzen Fugen nach außen gedrückt hat und die Wände weggedrückt hat. Hier an der Stelle, vielleicht kriegt man sowas Krautiges hin wie Kartoffeln oder sowas, die in der Ecke wachsen. Wer weiß. Das wird schon was. Und hier in der Nähe von dem alten Feuer, was da drin war. Vielleicht wächst hier Schafsgarbe oder sowas. In der Nähe von Feuer. So ähnlich wie in der Nähe von was, wo es gebrannt hat, so ähnlich wie bei Tintenherz oder Tintenblut, glaube ich. Ja, auch sehr schöne Bücher, sehr schön gemacht alles. Okay. Ich würde mal sagen, das war's erstmal. Und dafür, dass das jetzt der erste Livestream war, bei dem ich schmerzlich erfahren musste, dass es leider nicht mit der Kamera, die ich nehmen wollte, funktioniert, ist das schon ganz okay. Und Gartenkatzen, die schauen natürlich, aber ich glaube wirklich, ich habe die schon lange abonniert. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann werde ich das sofort noch nachholen.
Versuch das mal gerade direkt. Kriege ich schon hin. Jetzt mache ich das gleich. Okay. Das war es erstmal. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Geduld. Baut das ruhig nach, wenn ihr möchtet. Und nutzt dafür natürlich gerne diese Lootbox, als ich euch bereitstelle. Oder halt auch diese Ziegelpacks und so weiter. Das könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne dafür nutzen. Damit könnt ihr das ganze Projekt auch eine ganze Ecke vorwärts bringen. Und ich kann dann halt wirklich vernünftige Maschinen dafür kaufen, um das Ganze zu machen. Und dann vielleicht auch so einen Hightech-Ansatz dafür nehmen oder wirklich schöne Farbe. Momentan ist das quasi eher so ein bisschen behelfsmäßig, das Ganze, aber ich glaube, dafür lässt sich das schon ganz gut erahnen oder erkennen, was dann daraus wird. Ich meine, das. Oh, gute Nacht und vielen Dank für deinen Baum und deine Worte. Ich danke dir vielmals. Und ich fand es sehr schön, dass ich mich nebenbei so gut mit dir unterhalten konnte. Du hast auch ein paar gute Impulse geliefert und ich finde das sehr schön und sehr angenehm und ich finde das auch wirklich gut. Ein bisschen Kommunikation währenddessen, so ein paar Anregungen. Und natürlich will ich das Ganze hier auch noch als richtig schönes Gebäude aufbauen. Das ist klar und das ist mir auch eine Herzenssache. Und ich mache das halt alles für euch. Und ihr braucht das Ganze hier nur zu abonnieren, vielleicht dann auf diese Glocke drücken. Dann seid ihr auch bei den nächsten Sachen und sowas dabei und könnt euch das alles anschauen. Und vielen Dank für den Support und die Likes und Kommentare auch und sowas. Finde ich total super. Ich finde das ein bisschen schade, dass ich das hier natürlich nicht direkt 1:1 in zwei Sprachen aufzeichnen kann, weil ich halt auch eine Menge Leute aus dem englischsprachigen Raum habe, die das Ganze hier verfolgen. Und normalerweise erstelle ich dann halt diese Subtitles für kurze Videos komplett und für längere, dann lasse ich das dann automatisch übersetzen quasi, beziehungsweise diese automatische Aufzeichnung der Geschichte, die übersetze ich dann ins Englische. Aber das spiegelt natürlich nur einen Teil wieder von dieser ganzen Geschichte. Vielleicht müsste ich das auch nochmal in Englisch aufzeichnen. Aber mein Englisch, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, leicht angerostet. Aber irgendwie in irgendeiner Form würde es schon funktionieren. Okay. Ich danke euch vielmals für diesen Support, für die Unterstützung, für das Anschauen, für die netten Kommentare. Wünsche erstmal eine gute Nacht oder einen schönen Tag oder was auch immer jetzt gerade bei euch angesagt ist. Eine gute Zeit vor allem. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video bzw. auch beim nächsten Livestream. Das hier wird bestimmt nicht der letzte sein, es war der erste, aber mir gefällt's. Dann bis dann, ihr guten Leute. Und ich schaue jetzt direkt nochmal nach, nachdem ich das Ganze hier beendet habe und schaue mal, ob ich dich abonniert habe oder nicht. Aber ich glaube schon. Ja? Dann bis dann. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen für das erste Mal, was hier stattfindet. Und ich danke natürlich auch meiner grandiosen Sonos-Box, die ja als Base herhalten musste, um das Ganze halt schön auf die passende Ebene zu ziehen. Was? Und tschüss.